Hallo und herzlich willkommen zu etwas Neuem auf meinem wunderbaren Kanal, und zwar einer Singleplayer-Partie Minecraft. Ich habe mir hier einen interessanten World Seed rausgesucht, wo wir ein bisschen einen anderen Minecraft-Anfang haben, und ich bin abgedatet auf die neueste volle Version von Minecraft, und wir werden aber trotzdem eine neue Welt kreieren, die wir dann Let's Play Welt nennen. Da brauchen wir mehr Weltoptionen und fügen den Seed ein, und dann machen wir Create New World. Okay. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt passieren wissenschaftliche Dinge hier mit den... Oh, okay, da sind wir auch schon. Okay, gut. Das Erste, was wir machen sollen, ist... Warte mal, ich kann mich einmal kurz... Das bin ich mit meinem Gorilla-Skin. Hallo. Okay. Ja, wunderbar. Genau. Jetzt brauchen wir erstens Holz. Wo finden wir Holz? Hier nirgends. Das ist, wenn wir das abbauen, kriegen wir nur Pilze. Das ist vielleicht gar nicht das beste Biom, um anzufangen hier. Aber irgendwo werden schon Bäume sein. Meist im Mesa, das sind das hier, meist haben wir Holz auf diesen Plateaus hier in Form von Bäumen. Aber auf dem Weg dahin können wir auch gerne erstmal ein paar von den Stöcken einsammeln hier. Ach, da oben sind Bäume. Sehr gut. Sehr gut. Oh, hier ist eine Mine. Okay. Da hinten ist... Oh, scheiße. Nicht bevor ich nicht irgendeine Waffe habe. Und vielleicht, oh, da ist noch mehr Mine. Okay. Ich meine, da drin könnten wir Eisen finden. Insofern wäre das gar keine schlechte Idee, da mal reinzugucken. Aber erstmal brauchen wir Holz, wie gesagt. Da sind Bäume, sehr gut. Das ist schon eine Aussicht, ne? Also hier raus mehr Mesa, da hinten Eisberge, da Pilze und dahinter was aussieht wie ein Tiger-Biom oder sowas, oder Extreme Mountains oder sonst irgendwas. Aber erstmal brauchen wir das Holz. Weil das ist essentiell beim Werkzeug machen. Das ist so essentiell, dass wir jetzt das Holz benutzen. Ja, zack, erstmal machen wir daraus Bretter. Dann machen wir aus 4 von den Brettern eine Werkbank. Und dann machen wir aus weiteren... nehmen wir ruhig alles, was soll's. Eine Axt, eine Pike, eine Schaufel und ein Schwert. Gut, und dann können wir erstmal die Axt dazu benutzen, das hier wieder abzubauen und nachher mitzunehmen. Und dann die restlichen Bäume damit. Mit einer Axt geht es nämlich schneller, auch wenn die aus Holz ist. Und je besser die Werkzeuge sind, desto schneller kann man dann abbauen. Zap, okay.
Okay, gut. Das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch, wenn wir das Laub kaputt hauen, haben wir die geringe Chance, dass hier Setzlinge oder andere Sachen droppen, wie zum Beispiel der Apfel da eben. Da ist die eine Axt schon hin. Aber macht nichts. Okay, wir können ja noch mehr machen. Wir haben drei Baumsetzlinge. Am besten warten wir, bis hier weitere gedroppt sind, obwohl wir uns für die Nacht fertig machen müssen, damit wir nicht getötet werden. So, fünf. Da jetzt noch einer rausdroppt, weiß ich nicht, aber da warten wir jetzt mal nicht drauf, sondern gehen wir zurück zu unserem Platz, wo wir gespawnt sind. Weil bis wir ein Bett haben und quasi uns aussuchen können, wo wir. Also das Problem ist, wenn man stirbt, taucht man da wieder auf, wo man spawnt. Und das ist in der Voreinstellung halt da, wo wir das Spiel angefangen haben. Und das kann man zwar ändern, wo man auftaucht, wenn man stirbt, aber leider erst, wenn man ein Bett hat. Und um ein Bett zu bauen, brauchen wir Schafe, weil wir brauchen die Wolle für ein Bett. Und die haben wir halt bisher noch nicht. So, wir markieren das mal. Damit wir auch vom Weiten vielleicht sehen, dass wir hier unseren Werktisch hingebaut haben. So. Hilft das? Nicht wirklich. Naja. Naja, macht nix. So, werden wir mal hier hin. Und ein bisschen Stein abbauen, damit wir bessere Werkzeuge bauen können. Ah, Kohle, sehr gut. Wie man sieht, meine Pike ist schon irgendwie zu 70% aufgebraucht. Aber die Kohle nehmen wir noch mit, bevor wir neue Werkzeuge machen. Ah! Scheiße. Okay, das ist Kies. Der neigt dazu, auf einen zu fallen, wenn man drunter steht. So wie hier. Okay. Gut, 6 Kohle. Okay.
8 Kohle. Okay, das war unsere Holzpike. So viel dazu. Aber jetzt können wir dafür eine aus Stein machen. Zack. So, und was wir auch machen können, ist mal die Bäume einpflanzen, damit wir mehr Holz kriegen, für das wir nicht so weit laufen müssen. Und was wir auch machen können, ist hier vielleicht mal anfangen, ein Haus zu bauen, wenn auch nur ein bisschen provisorisch, damit wir für die Nacht einen Unterschlupf haben. Denn ich glaube, die Sonne geht auch bald unter. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Stein, ne? So, und dann können wir hier so einen Ofen machen. Zapp. Haben wir noch mehr Stein übrig? Ja. Und dann machen wir hier noch mal eine zweite Pike und ein paar Fackeln. Und dann können wir die Nacht damit verbringen, da wir schon kein Haus haben hier. Ich stelle mal eine Fackel hin, damit wir das von Weitem sehen können. So. Uns weiter in diesen Berg zu graben hier, wo wir vielleicht ein paar tolle Rohstoffe finden werden, die uns dabei helfen, diese Welt für dahin zu meistern. Okay, als erstes die restlichen Kohlevorkommen hier. Okay, gut und das, gut. Dann ist wichtig, dass wir das ausleuchten, weil überall, wo Schatten ist, können Monster spawnen, die uns dann in den Rücken fallen. Und das wollen wir am besten vermeiden. Ich meine, wir haben jetzt ein lustiges Holzschwert, aber das viel bringt, ist beziehungsweise sei dahingestellt. Okay, wir tun die mal hier in den Offhand-Slot. Dann können wir einfach eine Fackel setzen, indem wir rechtsklicken. Oh, super! Da haben wir unseren ersten wertvollen Rohstoff, Eisen. Das jetzt nicht, aber das hier unten, das Eisen. Zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Steine wieder reinbauen. Sonst können wir hier nicht wieder hochlaufen. Ja, es gibt auch, also Steine und sowas kann man nur abbauen mit, wenn man eine Pike hat, die muss halt mindestens aus Holz sein. Also wenn man den Stein hier nur mit der losen Hand oder mit was anderem boxt, wie zum Beispiel diesem Stück Kohle, dann dauert es erstens viel länger, wie ihr hier sehen könnt. Und zweitens verschwindet der Stein dann und ich kriege ihn nicht ins Inventory. Und dann gibt es Rohstoffe, die man mit jeder Pickaxe abbauen kann, wie hier zum Beispiel Kohle und Eisen.
Dann gibt es Rohstoffe, die kann man nur mit mindestens Eisen abbauen. Und das wäre Diamant zum Beispiel. Und dann gibt es Rohstoffe, die kann man nur mit mindestens Diamant abbauen. Also gibt es einen Grund, außer der Geschwindigkeit und der Dauerhaftigkeit, die die besseren Rohstoffe als Vorteil haben, halt die anderen Rohstoffe zu finden und zu benutzen. Blab, blub, blieb, blob, blieb, blub. Das ist jetzt auf jeden Fall fast schon genug Stein für mein Haus, glaube ich. Aber vielleicht finden wir Deep Slate unten. Das ist. Können wir uns ein schickeres Haus bauen hier. So. Oh Mann. Okay, haben neuen Rohstoff gefunden, Andesit. Und wir haben mehr Eisen gefunden, sehr gut. Und was ihr hier blubbern hört, falls ihr das hört, ist Lava. Das heißt, hier irgendwo ist Lava. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, damit wir nicht verbrennen mit dem ganzen schönen Eisen. Müssen wir nicht langsam, wenn hier schon Lava ist, auf Deep Slate stoßen? Oh, okay. Mal gut, wir haben zwei davon. Hier ist Granit, das ist das Rote hier. Und Diorit, das ist das Weiße hier. Okay, ich höre Wasser. Hier muss irgendwo Wasser sein. Wow, Wasser wird lauter. Okay. Noch mehr Eisen, sehr gut. Wie viel Eisen haben wir jetzt? 18 oder? Ja, 18. Cool. Zweiundzwanzig, das würde reichen für eine ganze Rüstung, aber wir brauchen erstmal auch die Werkzeuge aus Eisen, also zumindest eine Pike. Die anderen sind jetzt nicht so wichtig, aber zum Beispiel ein Schwert aus Eisen, ähnlich wie in der realen Welt, macht mehr Schaden als ein Schwert aus Holz. Okay, da ist Deep Slate, siehst du, wir haben ihn gefunden. Und Redstone, den wir aber zum Beispiel nicht abbauen können mit unserer Steinpike. Da brauchen wir mindestens Eisen zu. Darum lassen wir den erstmal da. Dann schauen wir mal. Ob schon wieder Tag ist. Donk, 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 donk.
Oh, okay. Ich in die falsche Richtung gegraben hier. Gar nicht gemerkt. Fuck, okay. Ja, es dauert ein bisschen länger, wenn man den Stein mit der Faust haut. So, aber das sind hier die Bud Spencer-Regeln des Faustkampfs. Insofern ist es trotzdem effektiv. Jo, wir haben Tag. Ist die Frage, ob die Sonne gerade wieder untergeht oder auf. Ich glaube, sie geht auf, weil das letzte Mal, als wir die Sonne am Horizont gesehen haben, war das auf der anderen Seite, glaube ich. Okay, gut. Zapp, bauen wir ein Haus, ein kleines Haus. Dum-dum-dum, dum-dum-dum. Ah, wir hätten den Pilz auch als Dach benutzen können und dann das Haus drunter bauen, aber naja, nächstes Mal. Was? So das. Oh, Scheiße. Okay, da haben wir unseren ersten Zombie. Ah! Cool. Okay. Normalerweise laufen die tagsüber nicht rum, aber das waren Wüstenzombie. Die sind immun gegen Schaden durch Sonnenlicht. Ansonsten verhalten sich hier alle wie Vampire und haben den Anstand zu verbrennen, wenn die Sonne scheint. Okay. Gut, das haben wir jetzt so ein bisschen. Jetzt haben wir wenigstens eine Tür im Weg. Goodie. Und hier können wir mal anfangen, bevor wir am Ende noch sterben, das Eisen zu braten. Und wir brauchen mindestens. Wollen wir eine Kiste oder wollen wir nicht lieber ein Fass? Ich glaube, wir wollen ein Fass, weil das spart Ressourcen. Können wir auch gleich mehr von machen. Zack. So. Bauen wir die Fässer hier hin. Fußboden muss warten, bis wir. Warte mal, wenn wir die Fässer so bauen, haben wir gleich eine lustige Treppe hier hoch. Sehr gut. Ja, wir haben 9 Cobalt Deep Slate. Das heißt, es reicht noch nicht für irgendwas, aber wir können vielleicht ein Dach bauen aus dem Andesit. Können wir hier vielleicht Treppenstufen draus machen? Ja, können wir. Ich weiß nicht, ob wir so ein blankes Dach wollen. Also machen wir erstmal Koppel hier drauf. So. Dann brauchen wir demnächst auch Sand, um Glas zu machen für ein paar Fenster, damit wir sehen können, ob es draußen hell oder dunkel ist. So. Oh, das war tatsächlich schon. Aber tatsächlich nicht genug Stein. Gerade genug Stein. Wow, wir sind auf Null mit dem Stein jetzt. Okay, was wir auch brauchen, ist eine Farm, wo wir
Nahrung herstellen können. So. So, packen wir hier oben mal die ganzen Baustoffe rein. So, und hier Pilze. Okay, gut, dann haben wir hier tatsächlich schon mal Eisen. Sehr gut. Dann machen wir uns mal eine richtige Pike. Und noch eine. Zack. Schaufel können wir vielleicht auch brauchen. Und immerhin dann schon mal ein Brustpanzer. So. Zack. Cool, oder? Cool. Ja. So, das muss erstmal reichen. Dann bauen wir hier noch eine Tür rein. Und auf die andere Seite bauen wir auch noch eine. Siehst du, unser erster Baum ist fertig gewachsen. Ist das nicht schön? Ah! Mist, jetzt haben wir die Tür falsch rum eingebaut. Gut, wir haben keine Axt, das heißt, wir brauchen erstmal eine Axt. Okay. Siehst du, schon haben wir wieder Holz. Okay, ein... Ah ne, da ist noch ein Sapling. Und da ist noch einer. Sehr gut. Blopp. 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 So. Und wir wollten ja Sand haben. Dann nehmen wir mal die Holzschaufel für. Und da ist sie hin, die Holzschaufel. Vielleicht als letztes noch unsere schönen neuen Fenster einbauen. So, wo tun wir die hin? Hier kommen Fenster hin. Und hier kommen Fenster hin. Auf der Seite sieht das wahrscheinlich gar nicht so gut aus. Können wir hier so einen Giebel machen. So. Und das gleiche machen wir mal hier. Zack. Und hier. Ja, immerhin haben wir schon eine kleine Hütte jetzt. Das war immerhin schon mal was. Ein bisschen Eisen, nicht so scheußig viel. Also die paar Werkzeuge, die wir haben, ist jetzt nicht, dass hier groß Reichtum ausgebrochen wäre oder so. Aber immerhin. So, 4 und hier können wir auch noch ein Fenster reinhauen. So, die ganzen
Werkstoffe hier werden noch geändert. Ja, das ist so ein typisches Anfängerhaus und das Positivste, was man drüber sagen kann, wir haben immerhin schon mal nicht Erde aufgeschichtet, sondern gleich Cobblestone genommen. Das ist schon mal ganz gut, weil so Dreckhütten sind immer sehr, wie sagt man, berüchtigt in Minecraft. Okay, und Fenster Nummer X. Da. So, wunderbar. Wir haben Fenster. Das nächste Mal können wir uns vielleicht um Fußboden kümmern. Und darum, dass das Dach nicht unbedingt genauso aussieht wie... Ich meine, wir könnten einfach ein Dach draufsetzen, ne? Mit den Giebeln. Das sehe vielleicht sogar gut aus irgendeinem anderen Material. Mal sehen. Schauen wir beim nächsten Mal. Das war's für heute. Wir haben unsere Objektive, haben wir erreicht. Ein kleines Anfängerhaus bauen mit dem Nötigsten. Ich meine, das Bett fehlt noch, aber da müssen wir dann irgendwo hingehen, wo es Schafe gibt. Und ja, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, dann liked doch das Video. Oder schreibt besser noch einen Kommentar. Oder besser noch, macht beides. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir Minecraft spielen in einem Pilzmäser. Okay. Bis denn!